Volkevers in kolonnen op weg naar de kust van de Oostzee. Het arbeidersleger op vakantie, ordelijk en gedisciplineerd, zoals het Nationaal Socialisten betaamt. Speciaal voor die trouwe achterban liet de Führer een appartementencomplex bouwen op het eiland Rügen, vakantieoord Prora. Een kolos van gewapend beton, kilometers lang en door de Gestapo voorzien van afluisterapparatuur om eventuele verraders op te sporen. Het monsterlijke bouwwerk, nooit gebruikt, staat er nog steeds als een monument van Hitlers grootheidswaan. En misschien blijft dat wel zo. Das ist ja ein nachdenklich machendes Ding da, diese fast 5 Kilometer. Das ist ein Riesenprojekt, ist das? Ja, das ist entstanden doch offensichtlich aus einer Haltung, die sehr Unglück, sehr viel Unglück gebracht hat. Und wir haben ja in der Architektur immer wieder solche Momente, dass Architektur Ausdruck für eine Haltung ist. Und das verrät dann, was die Leute denken oder was sie an verbrecherischen Dingen vorhaben. Wenn der Wind weht, freu mich dabei. Het gigantische project Prora was een idee van Hitler persoonlijk. Duitse arbeiders of soldaten moesten ook in hun vrije tijd in de gaten worden gehouden. En daarom moesten ze georganiseerd met vakantie. Speciaal voor dit doel bouwde de organisatie Kraft durch Freude, KDF, deze badplaats Prora. 20.000 man kon in één keer met vakantie en het liefst met de KDF-wagen, de Volkswagen. Parkeerplaatsen waren er genoeg. Die deutschen Arbeiter sollten auch im Urlaub nach Kommando Urlaub machen. Militärisch geschulte Urlaub. Ja, das war ja eine durchgängige Haltung, dass von Kind an bis zum Grabe sozusagen alles ohne Individualität. Das war ja auch ein Leitspruch, dass man eben nicht Individuum in erster Linie ist, sondern Bestandteil eines vom Führer bewegten Ganzen. Und das führte ja direkt zu dieser kriegerischen Handlung und auch zu Rassismus und Vernichtung von Menschen. Ja. Man musste Teil dieser Volksgemeinschaft sein, nicht? Und also ja. Auch in der Freizeit. Ja, dumm und bitte keine eigenen Gedanken. Bei Fallersleben legte der Führer den Grundstein zum Volkswagenwerk der Deutschen Arbeitsfront. Der Führer bestimmte in seiner Rede, dass der Wagen nach der Organisation benannt werden soll, die sich am meisten um die Freude aller Schaffenden bemühte. Er soll daher KDF-Wagen heißen. Beachtenswert ist eigentlich die Mittelmäßigkeit. Das ist keine besonders gute Architektur, aber es ist auch nicht besonders miserabel. Es ist keine repräsentative, klassizistische Überhöhung, wie das bei den Reichskanzlei oder solchen Dingen gewesen ist. Es ist eigentlich nichtssagend. Nur die große Form und dann dieser Rhythmus ist wie marschierende Kolonnen. In de DDR-tijd is een deel van het complex opgeblazen en andere gebouwen dienden als kazerne. In de oorlog werden er vluchtelingen en gewonden opgevangen. Als nazi-vakantieoord, waar de Gestapo alle voorzieningen had getroffen om de gasten te kunnen bespioneren, is Prora eigenlijk nooit gebruikt. Ich glaube nicht, dass man sich ausruhen kann im Sinne von Urlaub, wie wir es heute verstehen, wenn man ständig Appelle machen muss, ständig sozusagen konzentriert, organisiert wird, immer unter Zwang steht. Also das ist ja eine Art Gefängnis, ohne dass man eigentlich Gefängnisinsasse ist. Das heißt, dass das zivile Leben bereits so organisiert war, dass das Denken nur noch mit Scheuklappen möglich war
Und das ist also die Gehirnwäsche und diese Dinge fallen einem dabei ein. Und das kommt in so einer Geste mit einem 5 Kilometer langen Bogen aus einer Einheit eigentlich sehr stark zum Ausdruck. Ihre persönliche Meinung, was als Architekt, was soll man damit tun? Also, ich denke, man muss es sehr vorsichtig in Nutzung nehmen. Ohne Nutzung wird es nicht erhalten. Man darf aber keine Verniedlichung vornehmen. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe für jemand, der ein Gebäude in eine optimale Nutzung nehmen will und eine nicht optimale Verfassung dafür hat. Und wo das hinläuft, das kann ich noch nicht sagen. Nee, denn ich bemerke einen Zwiespalt bei Ihnen. Wir werden da viele Architekten nachdenken lassen müssen. Prora, monument van waanzin, notabene dicht bij huis. U zag een bijdrage van onze correspondent in Duitsland, Bert Tichelaar. Tot zover.